شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, zur späten Stunde am 1. September, und ich habe mir vorgenommen, in diesem Monat viel Gas zu geben, wollte ich mit etwas anfangen. Möge Allah mir Erfolg geben, das zu Ende zu bringen. Ich habe vor kurzem mit ein paar Brüdern auch einen Livestream gemacht, den habt ihr vielleicht gesehen, wo wir über Probleme der Koranübersetzung gesprochen haben, weil die Brüder einen, sie wollten eigentlich einen Audio-Koran auf YouTube hochladen. Und ich habe da mal die Übersetzungen miteinander verglichen und habe dann selber so ein bisschen meine eigene Übersetzung gemacht. Aber das ist ein großes Mammutprogramm, um ehrlich zu sein. Aber ich bin dabei auf Verse getroffen, wo ich mir gedacht habe, wo sich der eine oder andere dann eine Frage stellt. Weil ich habe mir die verschiedenen Übersetzungen durchgelesen und habe dann Tafsir durchgelesen, also Erklärung des Korans, wie zum Beispiel Tabari, Barawi, Ibn Kathir, Sa'di und so weiter. Und habe dann gemerkt, dass da Verse sind, die vielleicht für den einen oder anderen schwer zu verstehen sind. Der erste Vers im Koran, der meiner Meinung nach falsch verstanden werden kann, ist in Sure 2, Vers 6. Sure 2 ist die zweite Sure, Al-Baqarah, die längste Sure im Koran. Ja, die längste Sure im Koran mit 286 Versen. Hier gibt es übrigens etwas sehr Interessantes. Sure 2 hat 286 Verse, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. Und im Vers 143 dieser Sure steht das Wort Wasat, was Mitte heißt. Ja? كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Also haben wir euch zu einer Umma der Mitte gemacht. Ja, ist sehr interessant. Das sind so kleine Fakten, wo man sich sagt, da gibt es so viele von dem Koran, wo man einfach sagt, das kann unmöglich von einem Menschen gemacht worden sein. Ja? So, auf jeden Fall, Sure 2, Sure Al-Baqarah, Vers 2, dort sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Wahrlich diejenigen, die den Glauben verweigern, ich übersetze es lieber mit den Glauben verweigern, weil diejenigen, die ungläubig sind, oder am besten diejenigen, die den wahren Glauben verweigern, sodass wir darauf aufmerksam machen, es gibt einen wahren Glauben, weil das ist das, was hier eigentlich damit gemeint ist. Bei einer Übersetzung geht es immer darum, klarzumachen, was damit gemeint ist. Und im deutschen Sprachgebrauch versteht man unter ungläubig sein jemand, der an nichts glaubt, jemand, der ein Atheist ist. Okay? Auf jeden Fall, wahrlich diejenigen, die den wahren Glauben verweigern, hier, ich habe jetzt gerade die Übersetzung von Max Henning vor mir liegen, die ich nicht unbedingt empfehlen würde, ja, ist es gleich, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Übrigens, das wird der eine oder andere vielleicht fragen, warum empfiehlst du die Übersetzung von Max Henning nicht? Zum Beispiel, hier gibt es ich habe jetzt nur mal angefangen zu lesen, hier gibt es zum Beispiel einen gravierenden Übersetzungsfehler, also wirklich ein ganz krasser Übersetzungsfehler ist zum Beispiel hier, Vers, ach nee, ist doch gar kein Übersetzungsfehler, sehe ich gerade. Krass. habe ich mich hier in einem Vers vertan, subhanallah. Okay. Gut. Dann ist okay. Aber wie gesagt, ich würde den nicht unbedingt empfehlen. Auf jeden Fall. Ja. Wahrlich diejenigen, die den wahren Glauben verweigern, es ist gleich für sie, ist es gleich, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. So
hat er das übersetzt. Was ist mit diesem Vers gemeint? Das heißt also, wahrlich diejenigen, die ungläubig sind und die den wahren Glauben verweigern, für sie, bezüglich ihnen, ist es egal, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Jetzt die Frage an euch, was könnte hier jemand drunter verstehen oder falsch verstehen? Das heißt, Allah sagt zum Propheten, alayhi salatu wasalam, wahrlich, diejenigen, die den Glauben verweigern, bezüglich derjenigen, die den Glauben verweigern, ist es egal, ob du sie warnst oder nicht warnst. Wie warnt der Prophet sie, alayhi salatu wasalam? Vielleicht könnt ihr mitmachen. Vor was warnt der Prophet, alayhi salatu wasalam? Diejenigen, die den wahren Glauben verweigern. Er warnt sie vor der Hölle. Er warnt sie vor den Ergebnissen des Leugnens des wahren Glaubens, nämlich vor der Hölle. Ganz genau. Er warnt sie vor der Hölle, richtig, alle richtig, so. Er warnt sie vor der Hölle, so. Diejenigen, die ungläubig sind, für sie, bezüglich ihnen, ist es egal, ob du sie warnst oder nicht warnst. So, hier bin ich wieder. Wurde gerade unterbrochen, so. Auf jeden Fall. Für sie ist es egal, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Was könnte hier jemand falsch verstehen, liebe Geschwister? Es könnte jemand verstehen, dass man sie nicht vor der Hölle warnen muss, weil es ja sowieso egal ist. Aber das ist hier mit diesem Vers nicht gemeint. Wenn man sich die Tafsir, genau, ja genau, Thabit, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist Thabit, so wie du geschrieben hast, ist wahrscheinlich Thabit mit gemeint, ganz genau. Man könnte darunter verstehen, er könnte fälschlicherweise verstehen, dass man die Dawa lassen soll. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich nicht einen einzigen Vers aus dem Koran heraussucht, unter Ausschluss der anderen Verse, sondern dass man den gesamten Koran liest und auch schaut, wie der Prophet, alayhi salatu, danach gehandelt hat. Und wir haben zahlreiche andere Beweise, dass der Prophet a.s. dazu aufgerufen wird, die Menschen zu warnen. An vielen Stellen, zum Beispiel Sure 25, Vers 1. Tabarak alladhi nazzal al-furqana al-abdihi liyakuna lil-alamina nadhira. Segensreich ist derjenige, der den Koran, die Furqan, die Unterscheidungsnorm auf dich herabgesandt hat, damit du ein Warner für die Welten bist. So. Jetzt sagt Allah aber an dieser Stelle, bezüglich derjenigen, die den Glauben verweigern, die auch zu Alamin gehören, da ist der Aufruf zum Islam, die Missionierung, dass man versucht, jemanden vom Islam zu überzeugen, jemand warnt vor der Hölle, zum Paradies einlädt, etc. Ja? So. Hier zum Beispiel Salahuddin, genau. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wessen Wort ist besser als der, der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt, ich gehöre wahrlich zu den Muslimen, zu den Gottergebenen. Auf jeden Fall. So, das heißt, wir müssen alle Verse zusammennehmen. So. Meiner Meinung nach, die beste Übersetzung für diesen Vers ist folgende. Wen meint Allah, und das liest man aus dem Tafsir raus, hier mit denen, die alladhina kafaru, die ungläubig sind. Damit meint er diejenigen, von denen Allah weiß, dass sie im Kufr sterben werden. Bezüglich dieser Personen ist es egal, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Ich habe das beispielsweise so übersetzt. Für diejenigen, von denen Allah weiß, dass sie in der Glaubensverweigerung sterben werden, ist es gleich, ob du sie warnst oder ob du sie nicht warnst, sie werden nicht glauben. Und so ähnlich wird es übersetzt, in der englischen Übersetzung. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was Uthman ibn Khamis, Hafizahullah, sagt. In der Übersetzung von Muhsin Khan ist es so ähnlich übersetzt. Das heißt,
Hier ist mit denen, die ungläubig sind, sind diejenigen gemeint, von denen Allah weiß, dass sie im Kuffer sterben werden. Welche Wirkung hat das für den Propheten alayhi salatu wassalam? Für den Propheten alayhi salatu wassalam hat das nicht die Wirkung, die Leute fälschlicherweise haben könnten, dass sie aufhören mit der Dawa, sondern dass er weitermacht mit der Dawa. Sehr wichtig. Warum? Denn derjenige, der glaubt, damit ist gemeint, ja, ist egal, ob du die warnst oder nicht warnst, er widerspricht ja Dutzend anderen Versen. Okay? So, aber was ist das Problem, was einige haben in der Dawa? Wenn sie keinen Erfolg haben, geben sie auf. Sie zweifeln an sich selber. Sie sagen, oh, vielleicht habe ich nicht die richtigen Argumente, vielleicht mache ich das alles falsch, ich kann nicht gut reden, dieses, jenes. So. Aber hier weiß der Prophet, alayhi salatu wasalam, dass es Leute gibt, deren Herzen versiegelt sind, die sterben werden, von denen geschrieben ist, sie werden im Kuffer sterben und die stur sind und die es nicht akzeptieren können, von denen Allah weiß, sie werden im Kuffer sterben und das, was er wusste, hat er aufgeschrieben und sie werden im Kuffer sterben. So, bezüglich denen ist es egal, ob du sie warnst oder nicht. Das heißt, sei nicht traurig, mach weiter. Lass dich nicht entmutigen dadurch, dass es Leute gibt, die dich nicht akzeptieren. Ja. Das lass dich dadurch nicht entmutigen. Ja. Ja, Bruder, sagst was. Deswegen werde ich vielleicht auch weitermachen. Ihr seht hier, ich habe hier schon einiges übersetzt selber. Deswegen bin ich jetzt auf diese Verse gekommen. Und wie gesagt, ich wollte jetzt ab September immer etwas machen hier. Seht ihr, erste Seite. Dann hier, zweite, dritte Seite. Hier. Das alles jetzt. Oh Mann, jetzt mache ich hier alles kaputt. Ich tue es weg. Ich habe noch viele andere Seiten auf jeden Fall. Aber nur dazu. Das heißt, ich habe in dem Tafsir nachgeguckt, was damit gemeint ist. Das sind diejenigen, die hier damit gemeint sind. Für diese Leute ist es egal, ob du sie warnst oder nicht warnst. Und das führt dazu was? Dass man sich nicht entmutigen lässt. Wie zum Beispiel bei Nuh alayhi salam, und ihr müsst euch das mal selber vorstellen, versucht, mich als Prediger, dass ich oft mit solchen Sachen konfrontiert werde und am schmerzhaften ist immer bei den Muslimen. Man denkt sich manchmal, ey, es kann doch wirklich nicht wahr sein. Wie weit könnten wir kommen, wenn alle nur ein bisschen Verständnis hätten und jeder würde einen Euro die Dawa fördern und jeder würde weitermachen und ein bisschen was für den Islam tun und die Moscheen würden alle mit anpacken und hätten nicht irgendwelche Leute, ich rede nicht von allen Moscheen, und würden nicht so in so vielen Moscheen irgendwelche Vorstände sein, denen es nur um Machterhalt ging. Was könnten wir alles erreichen? Oh, es ist so traurig. Und woran denke ich dann? Und das passt auch zu diesem Vers. Ich denke an Nuh alayhi salam. Rabbi inni da'autu qawmi al-layla wa nahara. Oh mein Herr, oh mein Schöpfer, mein Rabb, mein Schöpfer, Lenker, Erhalter, Versorger, Besitzer, Herrscher. Das ist mit Rabb gemeint. Inni da'autu qawmi al-layla wa nahara. Ich habe mein Volk bei Tag und Nacht auf, und nicht nur bei Tag, nicht so eine Stunde in der Woche, bei Tag und Nacht habe ich mein Volk aufgelebt. Du meinst, das ist die beste Dawa? Wie kommst du auf, dass das die beste Dawa ist? Wie kommst du darauf, dass das gute Benehmen die beste Dawa ist? Was ist dein Beweis dafür aus dem Koran und der Sunna? Auf jeden Fall, weiter. Er sagt, ich habe mein Volk bei Tag und Nacht aufgerufen. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا. Und mein Aufruf hat sie nur noch mehr dazu geführt, zu flüchten. Hat sie nur noch mehr dazu geführt, zu flüchten.
Und jedes Mal, wenn ich sie aufgerufen habe, damit du ihnen vergibst, haben sie ihre Finger in die Ohren gemacht, in ihre Kleider über sich gezogen und sind in ihrem Unglauben verharrt und hochmütig geblieben. Dann habe ich sie öffentlich aufgerufen. Der ist zwischen öffentlicher Verkündung und persönlicher Verkündung hin und her gegangen. Immer weiter. Wie lange? 950 Jahre. Das haben nur wenige geglaubt von seinem Volk. Überlegt mal. Haben nur wenige geglaubt. Wie muss der sich gefühlt haben? Aber so wie Allah zum Propheten sagt, Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim an anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diejenigen, für die Allah geschrieben hat, dass sie im Kuffer sterben, für die ist es egal, ob du sie wahnsinnig warst. Sie werden nicht glauben. Dann geht es weiter mit dem nächsten Vers. Warum? Khatam Allahu ala kulubihim. Allah hat ihre Herzen versiegelt. Zu dem Vers kommen wir beim nächsten Mal, inshallah. Das ist der Punkt. Das heißt, liebe Geschwister, das führt uns dazu, weiterzumachen. Und zu sagen, okay, es gibt Leute, bei denen ist das Herz versiegelt, egal ob ich sie warne oder nicht. Das heißt, das liegt nicht an mir, das liegt an diesen Personen. Natürlich hinterfragt man sich selber auch, ob man alles richtig macht, klar. Aber ich muss weiter die Botschaft überbringen. Und noch eine andere Sache, liebe Geschwister. Bei vielen Leuten ist es so, es gibt Leute, und ich erlebe das immer wieder, sie fangen an, zum Islam einzuladen und dann finden sie jemanden, der sich davon nicht überzeugen lässt, und dann fangen sie selber an, kriegen Wuss-Wuss. Ich habe dem alle Beweise gebracht. Ich habe das schon so oft gehört. Ich habe denen alle Beweise gebracht, aber der hat trotzdem nicht dran geglaubt. Ja, Leute, Nuh hat auch alle Beweise gebracht. Nuh hat auch alle Beweise gebracht. Nuh a.s. hat auch alle Beweise gebracht. Das ist der Punkt. Ich weiß es nicht, Bruder, ob deine Verse, die du genannt hast, ob die ein Beweis sein sollten, dass das gute Benehmen die beste Dawa ist. Weil du hast dann gesagt, lakat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wenn das ein Beweis sein soll, dass das Benehmen die beste Dawa ist, so lässt sich aus dem Leben des Propheten alayhi salatu wasalam nicht zwangsläufig herauslesen, dass das Benehmen die beste Dauer ist. Ja? Weil, wenn ich sage, das Benehmen ist die beste Dauer, dann vermittle ich damit, dass es reicht, einfach nur ein gutes Benehmen zu haben. Es reicht aber nicht, einfach nur ein gutes Benehmen zu haben. Es reicht nicht. Benehmen alleine ist keine Dauer in sich selber. Benehmen alleine ist eine wichtige Grundlage, die Dawa begleitet. Denn wenn man selber sich verhält wie der letzte Henker, zum Beispiel, oder der Vers, den du genannt hast, mach uns nicht zu einer Fitna für diejenigen, die ungläubig sind, indem man beispielsweise wie in der Silvesternacht 2015 Frauen betatscht, alkoholisiert durch die Gegend latscht, ja, oder Leute ausraubt, etc., etc., dann macht das einen schlechten Eindruck für die Muslime. Das heißt, ein schlechtes Benehmen ist vielmehr etwas, was die Dauer schadet. Aber Benehmen alleine ist keine Dauer in sich selber. Wenn Benehmen alleine eine Dauer in sich selber wäre, dann hätte der Prophet a.s. zu Musab ibn Umair gesagt, geh nach Medina, benimm dich gut, und das ist die beste Dauer. Weil wenn das die beste ist, reicht das. Aber Musab ibn Umair
ist von Haus zu Haus gegangen. Und Dawa, und das ist sehr, sehr wichtig, Dawa bedeutet Ruf. Ruf. Es ist ein Ruf zum Islam. Ja? Auch nicht eine der besten Dawas, weil das würde bedeuten, das reicht. Nein. Sondern das gute Benehmen ist eine wichtige Grundlage für die Dawa. Das gute und das schlechte Benehmen ist etwas, was der Dawa schadet. Ja? Es ist, und durch das gute Benehmen kann man viele Leute dazu gewinnen, der wahren Dawa besser zuzuhören. Ja? Das heißt, ich möchte dich nicht tadeln, Bruder. Du hast auf einen wichtigen Punkt aufmerksam gemacht. Ich möchte es nur etwas spezifizieren. Ja? Weil mit dieser Aussage, das ist die beste Dawa, könnte jemand verstehen, wie viele es reicht. Und das ist, deswegen sage ich das auch. Ja? Es könnten viele darunter verstehen, dass es einfach reicht, indem ich ein guter Muslim bin und die Dawa lassen. Aber dann hätte der Prophet ja in Mekka auch, wäre er nicht auf den Berg Safa gegangen, hätte gerufen. Wenn das die beste ist, dann hätte der Prophet sich einfach gut benommen. Und er hat sich gut benommen. Aber dadurch, dass er einen guten Charakter hatte, hat er sich glaubwürdiger gemacht bei der Dawa. Das heißt, dieses gute Benehmen, ist die Ehrlichkeit, ist sehr wichtig für die Glaubwürdigkeit der Dawa. Keine Frage, sehr wichtige Grundlage. Nicht, dass du mich falsch verstehst oder dass einer von euch mich falsch versteht. Was ich nur kritisiere, ist, es könnte jemand darunter verstehen, ja, es reicht, wenn ich mich einfach nur gut benehme. Und das ist ein Missverständnis, was viele, viele gute Muslime in Deutschland hatten. Ich habe ja ein gutes Benehmen, das reicht. Das reicht nicht. Weil, wie gesagt, hätte der Prophet Musa ibn Umar nach Medina geschickt, hat gesagt, benimm dich gut, dann nehmen alle Leute den Islam an. Dann hat er so, Bruder, ist gar kein Problem, ich finde es gut, dass du das gebracht hast, weil das, was du genannt hast, Bruder, also ich will dich nicht tadeln, ich finde, das ist ein guter Austausch, okay? Das ist ein guter Austausch, lieber Bruder. Ne? Dass wir da auch tiefgründiger drüber nachdenken. Ich sage, das ist sozusagen eine konstruktive Kritik von mir an dem genauen Ausdruck. Und dadurch lernen wir, und deswegen ist es gut, dass du das genannt hast. Ist alles gar kein Problem. Auf jeden Fall, um dann nochmal darauf zurückzugehen. Ihr müsst euch vorstellen, der Prophet hat Mu'ath ibn Jabal in Jemen geschickt und hat gesagt, du kommst zu Leuten von Al-Kitab, soll das Erste, wozu du sie aufrufst, sein, die Shahada. Und wenn sie dir darin folgen, dann das Gebet. Und wenn sie dir darin folgen, dann erkläre ihnen Zakah und so weiter, sinngemäße Übersetzung. Das heißt, das ist alles unheimlich wichtig in der Religion, ja? Aber der Aufruf, wo die Propheten bekämpft worden sind, war nicht nur das gute Benehmen. Weil ihr müsst euch vorstellen, guck mal, dieser Vers hier. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wann ist der offenbart worden? Nicht als der Prophet gutes Benehmen hatte. Hätte der Prophet a.s. zum einfach nur gutes Benehmen gehabt, die hätten ihn nie bekämpft. Hätte Nuh a.s. ja, einfach nur gutes Benehmen gehabt, ja, die hätten die Finger nicht in die Ohren gesteckt. Weil dieser Vers ist ja gerade dafür da, um zu verstehen, okay, ich rufe zur Wahrheit, aber wenn die Wahrheit nicht erkennen, so wie das heute einige Muslime dann Westwest bekommen, oh, ist vielleicht sind meine Argumente vielleicht doch nicht so stark? Doch, deine Argumente sind stark. Deine Argumente sind stark, aber diese Leute sind schwach. Was mein Instagram-Account angeht, liebe Geschwister, so ist der zum dritten Mal gelöscht worden. Aber ich bin mit dem Bruder, der Pierre Vogel Support hat, eng im Kontakt. Ich schicke dem jeden Tag fast täglich Sachen, die er auch teilweise, die er auch hochlädt. Und die Seite wird mittlerweile immer größer. Folgt mir dort. Und inshallah wird es bald auch etwas Neues geben. Ihr müsst euch vorstellen, Instagram war so mein Haupt-Dawa-Bereich. Ich habe momentan auch viele persönliche Sachen, die ich zu regeln habe, wo ich auch gucken muss, wo es in meinem privaten Leben weitergeht. Macht viel Dua für mich. Und wie gesagt, heute ist der 1. September und ich habe heute angefangen, kurz vor 0 Uhr, weil ich gesagt habe, am 1. September versuche ich,
wieder aktiver zu sein, weil dadurch, dass Instagram geschlossen wurde, ist es etwas weniger, und da ich sehr viele persönliche Probleme hatte in den letzten Monaten, ist es etwas schwieriger geworden. Okay, liebe Geschwister, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.